Kids, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ich begrüße euch nochmal zu einer Trainingseinheit im letzten Jahr. Und zwar brauchen wir dafür einen Ball wieder. Und dann sucht ihr euch ein paar Stöcke. Oder ich habe jetzt einfach hier so ein paar Plastikstangen genommen. Und damit bauen wir uns dann nachher einen kleinen Parcours auf. Aber vorher machen wir noch was zum Warmmachen. Da brauchen wir erstmal nur einen Stock. Und machen dort ein paar Sprungübungen, ja? Okay. Als erstes werden wir einfach über den Stock seitlich springen, rechts und links, ja? Die Füße lassen wir geschlossen und den Ball können wir wieder in den Händen halten, weil wir immer was mit dem Ball machen wollen. Und los geht's. Wenn ihr das gemacht habt, springt ihr jetzt vorwärts über den Ball. Auch wieder die Beine geschlossen lassen und vorwärts, vorwärts zurück springen und ab geht's. Wenn es ein bisschen schwieriger wird, nehmen wir jetzt den Ball, legen den auf den Boden und springen seitlich über den Ball. Ja, wieder schön darauf achten, dass die Beine geschlossen sind und nicht aufgehen wie so eine Schere, sondern schön geschlossen lassen, rechts und links über den Ball. Danach wieder über den Ball vorwärts und rückwärts springen. Auch hier wieder darauf achten, dass er die Beine geschlossen lässt. Und jetzt noch eine Übung zum Warmmachen. Und zwar machen wir jetzt den Treppensteiger am Ball. Das heißt, wir machen erstmal einen Fuß auf den Ball, der andere steht neben dem Ball und wechseln dann immer, abwechseln ganz langsam und werden immer schneller, sodass dann in einem schönen fließenden Tempo immer rechter Fuß oben, linker Fuß oben wechseln. Und ab geht's. Wenn ihr das hinbekommen habt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen schwieriger werden. Und zwar, wenn ihr dieses Treppensteigen macht, noch eine Runde oder zwei oder drei Runden um den Ball rundherum gehen. Wenn ihr euch jetzt noch nicht vorstellen könnt, wie das funktionieren soll, guckt euch das Video an. Viel Spaß! So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle warm. Dann baue ich jetzt schnell mal den Parcours auf. Ja? Dazu brauchen wir, wie gesagt, ein paar Stöcker. Ich habe jetzt 7 genommen. Ihr könnt auch 5 oder 8 oder was ihr wollt, 10 Stöcker nehmen, wie viel ihr wollt. Oder wenn ihr habt, könnt ihr auch eine Koordinationsleiter nehmen. Ja, vielleicht hat der eine oder andere aus dem Keller. Oder wenn ihr keine Stöcke habt, könnt ihr auch mit Kreide einfach euch Striche auf den Boden malen. Ja? Ungefähr, ich würde mal sagen, so 1,5 Fuß auseinander. Ja? Und jetzt baue ich erstmal schnell auf. Wir haben jetzt unsere Leiter oder unsere Stöcke aufgebaut.
fangen jetzt an, indem wir einfach rechts, links im Wechsel von Stufe zu Stufe oder von Stock zu Stock in die Zwischenräume springen. Ja? Danach am Ende einen Sprint wieder nach vorne und das gleiche nochmal. Ich mache es euch ungefähr 2-3 Mal immer vor. Ihr könnt das Ganze ja, zwischen 5 und 10 Mal wiederholen. Und ab geht's. So, wenn wir das Ganze jetzt mit rechts, links im Wechsel gemacht haben, machen wir das jetzt nur mit einem Bein. Und zwar fangen wir an mit dem rechten. Und weil er das mit dem rechten so toll gemacht hat, machen wir das jetzt mit dem linken. Und jetzt hatten wir ja rechts und links und jetzt machen wir es mit beiden Beinen. Ja, wieder geschlossen lassen die Beine und im Schlusssprung rüber über die Stecker. Zack, ab geht's. So, das Ganze können wir jetzt auch noch seitlich machen. Und zwar machen wir so, dass wir zuerst gucke ich in die Kamera und springe jetzt seitlich von Stock zu Stock. Und los geht's. Und jetzt machen wir das Ganze in die andere Richtung, dass wir nicht nur quasi nach links vorwärts gehen, sondern auch jetzt nach rechts vorwärts gehen. Und nochmal eine Runde. Los geht's. Und am Schluss, damit es noch ein bisschen schwierig wird, jetzt noch ein bisschen das Köpfchen einstrengen. Und zwar machen wir es so, wir machen einen Sprung vorwärts. Beim nächsten Sprung drehen wir uns seitlich. Dann springen wir wieder vorwärts. Dann in die andere Richtung seitlich vorwärts. Und wieder nach vorne. Ja? Mal gucken, wer mit dem Köpfchen mitkommt. Los geht's. Ja, das war unser Training am Mittwoch, unser letztes Training sozusagen in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr feiert noch ein schönes Silvester. Ihr könnt mir auch gerne eure Videos, eure Bilder vom Training zeigen. Oder vielleicht schafft ihr auch mal das Mama und Papa mitmachen. Das könnt ihr vielleicht mal drehen, wie Mama und Papa sich sportlich betätigen. Ansonsten könnt ihr euch die anderen Videos jetzt auch bei YouTube angucken. Die haben wir da alle mit hochgeladen.
und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Ja, rutscht gut rein, bleibt gesund und munter, euer Tommy. Ciao, ciao.